Auf der Weltausstellung in Brüssel 1958 wurden von mehreren europäischen Staatsbahnen Diesellokomotiven und Triebwagen der bisher geschilderten Baurichtung ausgestellt, da sie den neuesten technischen Stand auf diesem Gebiet verkörpern. Auch in überseeischen Ländern findet die moderne dieselhydraulische Lokomotive immer breitere Anwendung. Ein Beispiel für eine moderne Rangierlokomotive bieten die von der Firma Clyde Sydney für die australische Commonwealth-Bahn erstellten Lokomotiven. Sie sind mit einem 650 PS Maybach-Motor und Mercudro-Getriebe ausgerüstet. Der Antrieb der Achsen erfolgt über Gelenkwellen. Weitere mit Maybach-Maschinenanlagen ausgerüstete Diesellokomotiven neuzeitlicher Baurichtung laufen unter anderem in Südamerika, auf Ceylon, in Afrika und im Vorderen Orient. Und in den letzten Jahren begann sich auch in Indien eine Entwicklung zur modernen dieselhydraulischen Lokomotive abzuzeichnen. Die Erfahrungen, die aus diesen verschiedenartigsten Anwendungen resultierten, führten zur Verwirklichung einer neuen, sechsachsigen Lokomotive von 3000 PS Leistung, die bei einem Achsdruck von etwa 17 Tonnen als letztes Glied in der Reihe großer hydraulischer Streckenlokomotiven angesehen werden kann. Sie hat ihre hervorragende Betriebstüchtigkeit in härtesten Erprobungen auf den Steilstrecken des Semmering und den schwersten Güterzugeinsatz bei der Deutschen Bundesbahn bewiesen, wobei Zuglasten bis zu 2500 Tonnen befördert wurden. Erdöl, Ausgangsprodukt sämtlicher Motorentreibmittel, auch des Dieselkraftstoffes. Namhafte Ölgesellschaften verwenden für den Antrieb von Spülpumpen und Hebewerken derartiger Bohranlagen, Maybach-Motoren und Mercudro-Getriebe. Eine moderne Erdölbohranlage ist in der Lage, sich ihr Fördergut aus Tiefen bis zu 5000 Meter und mehr heraufzuholen. Riesige Dampf- und Wasserkraftwerke erzeugen täglich elektrischen Strom. Zur Deckung von Kraftspitzen und als Notstromanlage werden Generatoraggregate aufgestellt. Maybach liefert auch derartige Aggregate in Leistungen bis zu 2000 PS je Einheit. Maybach im Schiffbau. 1952 erhielt der deutsche Seegrenzschutz erstmals nach dem Krieg wieder einige schnelle Boote. Zwei von ihnen erhielten Maybach-Motoren. In jedes der etwa 30 Meter großen Boote sind zwei Zwölfzylinderanlagen von je 1500 PS eingebaut, die den Fahrzeugen eine Geschwindigkeit von über 30 Knoten verleihen. Aufgabe der am Rande der offenen See kreuzenden Lotsenversetzschiffe ist es, einfahrende Schiffe mit Lotsen zu versehen und dieselben von Ausfahrenden wieder zu übernehmen. Ein solches Lotsenversetzschiff ist auch die Dietmar Köhl. Im Herbst 1958 übergab die Meyerwerft in Papenburg dieses mit drei schnelllaufenden 600 PS Motoren ausgerüstete dieselelektrische Schiff den Beamten des Bundes. Im Sommer 1954 stellten die Oberfinanzdirektionen Hamburg und Kiel zwei schnelle, mit je zwei 1500 PS Maybach-Maschinenanlagen ausgerüstete Zollstreifenboote in Dienst. Die Boote haben eine Geschwindigkeit von 25 Knoten. Erbaut auf den Werften Burmester Bremen und Buschmann Hamburg, versehen sie den Zollüberwachungsdienst in der Nord- und Ostsee. Eine Seefahrt nach Helgoland oder zu einer der anderen Nordseeinseln ist das Ziel vieler Ferienreisenden. Zwei für je 1600 Passagiere eingerichtete und aufs modernste ausgestattete Schiffe Wappen von Hamburg und Bunte Kuh hat die Hardack in Hamburg für diese Fahrten zur Verfügung. Das eine, von Blohm und Voss erbaute, kam 1955, das andere, von der Norderwerft erstellte, 1957 in Betrieb. Beide Schiffe fahren dieselelektrisch. Das heißt, die je fünf in begehbaren, schalldichten Boxen eingebauten 12-Zylinder-Maybach-Motoren arbeiten auf Generatoren, mit deren Strom die großen elektrischen Fahrmotoren gespeist werden, die ihrerseits dann die beiden Schiffsschrauben antreiben, die sich mit 250 Umläufen pro Minute drehen. Die Maschinenanlagen werden von einem zentralen Leitstand aus gefahren und überwacht. Mit einer Gesamtantriebsleistung von ca. 6000 PS entwickeln die Schiffe eine Geschwindigkeit von 17 Knoten. Auf schnelle Rettungsboote für den Flugsicherungsdienst ist die Krögerwerft in Rendsburg spezialisiert. In den Jahren 1955 bis 1956
erhielt die auf der Insel Sylt stationierte Gruppe der englischen Royal Air Force 5 derartige, mit je 2 1500 PS Maybach-Maschinenanlagen ausgerüstete Boote. Sie sind sehr stabil gebaut und daher auch bei stürmischem Wetter und schwerer See einsatzfähig. Ihre Geschwindigkeit beträgt etwa 30 Knoten. Leuchtbojen und sonstige Seezeichen sind für die Schifffahrt von größter Bedeutung. Für diesen Seezeichendienst hat das Bundesverkehrsministerium unter anderem auch den Tonnenleger Walter Körte eingesetzt. Das auf der Jadewerft in Wilhelmshaven erbaute Schiff erhält durch 4 Maybach-Motoren von je 550 PS, die über ein Sammelgetriebe auf die Schraube arbeiten, seinen Antrieb. Da das Schiff sehr feinfühlig an die Tonnen heranfahren muss, ist es zusätzlich mit einem Pleuger-Aktivruder und einem Jastram-Bugstrahlruder ausgerüstet. Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen hat mit ihrem schnellen Boot schon manche Rettungstat auf dem Bodensee bei überraschend aufziehendem Sturm vollbringen können. Das auf der Bodanwerft in Kressbronn erbaute Fahrzeug wird durch einen Vierzylinder-Maybach-Dieselmotor von 450 PS angetrieben. Unter harten Arbeitsbedingungen erfüllt die Hochseefischerei ihre Aufgabe. Bis zum nördlichen Eismeer stoßen die Trawler der deutschen Reedereien auf ihren Fangreisen vor. Zu ihnen gehört auch der Zephyros, der Kranzer Fischdampfer AG in Hamburg. Das von der Stülkenwerft erbaute dieselelektrische Schiff hat ebenfalls einen zentralen Leitstand. Die Maschinenanlage besteht aus 3 Sechszylinder-Maybach-Dieselmotoren von je 600 PS. Damit ist der Zephyros das erste derartige Schiff mit schnell laufenden Motoren. Es wurde im November 1956 in Dienst gestellt. Die Nordseereederei hat seit Jahren Motortrawler in Betrieb, deren Maschinenanlagen nach dem Vater- und Sohn-Prinzip arbeiten, wobei die Söhne Maybach-Schnellläufer sind. Hier hat eines dieser Schiffe gerade Ruhetag. 1958 gab die Reederei Petersen und Alpers der Oelkerswerft in Hamburg einen modernen dieselelektrischen Hochseeschlepper in Auftrag. Als Antriebsmaschinen erhielt das Schiff 2 Sechszylinder-Maybach-Dieselmotoren von je 600 PS, die über drehelastische Kupplungen auf Gleichstromgeneratoren arbeiten. Den eigentlichen Fahrmotoren ist ein Sammel- und Untersetzungsgetriebe nachgeschaltet. Die Arbeit an den großen Schleppobjekten erfordert besonderes Geschick und eine ständige Betriebsbereitschaft der Maschinenanlagen. Für schnelle Marinefahrzeuge sind die rasch laufenden Maybach-Dieselmotoren zufolge ihres niedrigen Gewichts und ihrer kleinen Abmessungen in besonderem Maße geeignet. Dazu kommt, dass die druckölgekühlten Kolben der Maybach-Motoren das Fahren hoher Spitzenleistungen gestatten. Aus diesem Grunde sind auch eine Reihe der modernsten Schnellboote der deutschen Bundesmarine mit solchen Motoren ausgerüstet. Aber auch eine große Anzahl Minensuchboote der Bundesmarine erhalten ihren Antrieb durch Maybach-Motoren. Der 1941 im Auftrag des Verkehrsministeriums von der Lübecker Maschinenbau AG erbaute 6600 Tonnen große Saugbagger Dr. H.C. Krüger hat die Aufgabe, die Einfahrt in den Nordostseekanal von Schlick freizuhalten. Das ursprünglich mit Motoren anderen Fabrikats ausgestattet gewesene dieselelektrische Schiff erhielt 1956-57 3 Maybach-Dieselmotoren von je 1200 PS. Die indonesische Regierung hat den deutschen Werften Lürssen und Abeking und Rasmussen 5 schnelle Polizei- und Küstenwachboote in Auftrag gegeben, die in den Jahren 1957-58 zur Auslieferung kamen. Jedes der Boote ist mit 2 1500 PS Maschinenanlagen ausgerüstet. Genau wie die einige Jahre zuvor nach Kolumbien gelieferten Boote, haben sich auch die indonesischen Boote im Tropeneinsatz hervorragend bewährt. Ein jedem Reisenden, der den Rhein entlang fährt, vertrautes Bild. Schlepper und kleine Motorfrachtschiffe, die von den verschiedensten Handelsgesellschaften beredert werden, bringen ihre Güter in die einzelnen deutschen Binnenhäfen. Seit dem Sommer 1958 befinden sich unter ihnen erstmals auch mit Maybach-Maschinenanlagen ausgerüstete Schiffe. Dem Reiseverkehr zwischen Deutschland und Dänemark dient das 136 Meter lange und 6000 Tonnen große Fährschiff Theodor Heuss der Deutschen Bundesbahn.
Es handelt sich um ein Spezialschiff für die Beförderung von Eisenbahnzügen und Kraftwagen. Doch bietet das Schiff auch 1500 Passagieren angenehmen Aufenthalt. Das Schiff hat, wie die Seebäderschiffe der Hardak, dieselelektrischen Antrieb. Insgesamt 12 zu je 4 Stück in schalldichte Boxen eingebaute und von außen zu überwachende Maybach-Zwölfzylindermotoren mit einer Gesamtleistung von nahezu 15.000 PS treiben Generatoren an, die ihrerseits wieder den Strom für die großen Fahrmotoren und das Bordnetz liefern. Auch die Maschinenanlagen dieses Schiffes haben einen zentralen Leitstand. Als Ersatz für die verunglückte Andrea Doria entsteht auf der Werft der Ansaldo S.A. in Genua, einer Lizenznehmerin von Maybach, das neue 30.000 Tonnen große Turbinenschiff Leonardo da Vinci. Die Generatoren, die den Strombedarf des riesigen Passagierschiffes decken, werden durch Maybach-Ansaldo-Motoren angetrieben. Wir sind am Ende des Films. Sie haben teilgenommen an der Geschichte eines Werkes, das in der Entwicklung und im Bau rasch laufender Motoren durch 5 Jahrzehnte Hervorragendes geleistet hat. Nehmen Sie die Versicherung entgegen, dass es auch in Zukunft Maybachs höchstes Ziel sein wird, in seinen Neuschöpfungen dem technischen Fortschritt zu dienen, getreu seiner 50-jährigen Tradition.